Morgens um 5 vorm Schlachthof in Landshut. Der wird gerade ausgebaut und soll einer der größten Schlachthöfe in ganz Bayern werden. Schweinetransport, würde ich sagen. Ab nächsten Sommer sollen hier 21.000 Schweine pro Woche geschlachtet und zerlegt werden. Fast doppelt so viele wie bisher. Jetzt mal ehrlich, was bedeutet denn das eigentlich für die Tiere, für die Qualität des Fleisches und natürlich auch für die Landwirte, Metzger und uns Verbraucher? Der Betreiber des Schlachthofs ist der niederländische Foodkonzern Vion. Er investiert in den Aus- und Umbau der Schlachthöfe in Waldkraiburg und Vilshofen, schließt dafür aber zwei alteingesessene, Straubing und Pfarrkirchen. Einen zweistelligen Millionenbetrag lässt sich Vion das Landshuter Fleischzentrum kosten. Im ersten Halbjahr 2015 meldet die deutsche Fleischindustrie Rekordzahlen. Zentrale und konzentrierte Fleischverarbeitung lautet die Devise. Und so sinkt die Zahl der Schlachthöfe in Bayern. Ende Oktober wurde der Straubinger Schlachthof endgültig geschlossen. Da immer mehr Metzger inzwischen nicht mehr selbst schlachten, sondern ihr Fleisch direkt vom Schlachthof beziehen und weiterverarbeiten, versiegt für die hiesigen Metzger ihre Bezugsquelle. Ich frage nach in Aalburg bei Straubing. Hallo. Du hättest gerne Semmel. Was darf ich denn rein tun? Salami wäre gut. Ja. Soll ich es einpacken oder möchten Sie es gleich essen? Das könntest du mir gleich so auf die Faust geben. Der Schlachthof ist ja gerade am Schließen hier in Straubing. Ja, geht das stimmt. Betrifft Sie das eigentlich irgendwie? Also das betrifft uns eigentlich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir können ja zu Hause nicht schlachten. Also wenn wir gebaut haben, haben wir kein Schlachthaus bauen dürfen. Da war es Pflicht, dass wir in Straubing den Schlachthof runter müssen. Ja. Und jetzt stehen wir natürlich ganz schön doof da. Was machen Sie jetzt? Jetzt machen wir es so, wir haben uns jetzt in Leibelfing draußen eine Metzgerei gesucht, wo wir, also die wo für uns praktisch mitschlachten. Das ist auch so eine kleine Landmetzgerei und da können wir heute halt also übergangsweise schlachten die für uns unsere Schweine mit. Aber es ist heute halt das Problem gewesen, also wir hätten eigentlich noch Land suchen müssen. Und mein Mann hat sich vehement geweigert jetzt, ja, wegen Fahren, weil ich meine, die Strecke, das ist ja eigentlich für uns nicht zum Fahren, sagen wir mal ganz ehrlich. Weil unsere Bauern müssen am Montag in der Früh die Schweine ja in den Schlachthof fahren zum Schlachten. Ja. Und da hat sich keiner bereit erklärt. Weil das zu weit ist dann. Ja, schon. Ich meine, nach Landshut sind das 70 Kilometer. Das macht also keiner. Wir haben also zwei Bauern, die haben nur, die fahren nur, also Hand nur mit dem Traktor gefahren. Und die fahren ja nicht mit dem Traktor nach Landshut drauf. Okay, logistisch also schon mal schwierig. Schwierig, genau. Aber wie wichtig war Ihnen oder ist Ihnen, noch ist es ja so, dass Sie wissen, wo die Schweine herkommen? Ja, das ist uns schon sehr wichtig, ja. Weil es ist so, wenn wir jetzt unsere Schweine irgendwo herbeziehen, von was weiß ich woher, von Belgien oder sonst woher, es gibt ja so Fleischgroßhandel. Ja, klar. Da kannst du schon beziehen, aber dann kannst du im Endeffekt ja gleich im Supermarkt in ein Fleisch kaufen. Und unsere Kunden wissen halt, dass wir unser Fleisch von den eigenen Bauern haben. Mhm. Das ist halt, also das ist ja eigentlich nur das, von dem, wo wir noch leben. Dass Leute wissen, woher das halt das alles kommt. Mhm. Die Lösung, die Sie jetzt gefunden haben, mit diesem Metzger auf dem Land ein bisschen kleiner, ist es jetzt teurer für Sie auch zu schlachten? Ja, das ist teurer, weil ich sag mal so, die Schlachtgebühren bei Vion unten, die waren schon günstiger. Da muss man jetzt für jedes Schwein extra bezahlen. Ja. Also wir schauen jetzt, dass wir einigermaßen halt so zurechtkommen, sag ich mal. Was macht's denn? 1,30 €. Ja, dann, 7 Euro müssen die Retzers pro Schwein und Schlachtung jetzt mehr bezahlen. Bei etwa 10 Schweinen pro Woche kommt schon was zusammen. Im Schnitt vertilgt jeder Deutsche um die 80 Kilo Fleisch im Jahr. Nur 2% davon sind Bio. Vion ist der größte Schweinefleischverarbeiter in Europa. 2007 hat der niederländische Konzern die genossenschaftlich organisierte Bayerische Südfleischholding und ihre Schlachthöfe übernommen. Sowie den in Straubing, der jetzt geschlossen wird.
Und das macht vielen Metzgern hier Sorge. Ich bin jetzt mit dem Obermeister der Metzgerinnung von Straubing-Deckendorf verabredet. Ob es ihm genauso geht? Guten Morgen. Guten Morgen. Mensch, haben Sie schon was vorbereitet für mich? Ja, freilich. Fleischerschule Augsburg? Ja. Warum Augsburg? Augsburg, Sitz unseres Bayerischen Verbandes. Ja, vielen Dank. Jetzt, wenn Sie um ein paar Minuten eher gekommen wären, ja? Hab soeben meine Lieferung von Fion bekommen. Die vorletzte aus Straubing. Und dann? Dann lassen wir uns überraschen. Letzte Woche hat es noch geheißen, Fion Vilshofen beliefert uns. Gestern der Anruf, Fion Landshut beliefert uns. Also schauen wir mal am Montag. Bleibt noch spannend. Hoffentlich kommt irgendeiner. Ja, sollen wir trotzdem rein? Jawohl, sehr gerne. Dann schauen wir uns an, was Fion heute geliefert hat. Ja. Wir dürfen gerne mit reinkommen. Wir bekommen ja täglich eine Lieferung. Täglich? Täglich eine Lieferung und praktisch heute kommt, was morgen verarbeitet wird. Aha. Das heißt, die Sachen sind schon da gewesen? Die sind gestern gekommen, ist dann zerlegt worden. Das ist für den Laden alles. Also diese Seite ist für den Laden, hier hinten ist für die Verarbeitung. Und da haben wir noch ein paar Innereien, oder? Das ist, die macht man hier noch. Mhm. Eine Sahne-Leber-Streichwurst. Sahne-Leber-Streichwurst, ja. Macht das eigentlich einen Unterschied, woher es kommt? Also wie weit das weg ist? Der Schlachthof? Der Schlachthof. Ich glaube, wir bekommen ja die geschlachteten Schweine. Denen ist egal, wie lange die am Kühlwagen sind. Ja. Aber uns war es halt jetzt wie von Straubing her. Wir haben halt gewusst, wo die Schweine her sind, dass sie aus der Umgebung sind. Ob das von Vilshofen oder Landshut dann auch noch so funktioniert, weil desto größer dieser Konzern wird, desto undurchsichtiger wird er. Okay. Aber können Sie das sehen dann am Fleisch, wo es herkommt? Ja, sicher. Erstens steht ja die Schlachtnummer drauf. Von der Schlachtnummer her kann man verfolgen, wo das Tier, also vom was für ein Landwirt, dass das Tier gekommen ist. Okay. Also das ist kein Problem. Aber ob die Qualität, ob die Zusammenarbeit, ob das einfach so funktioniert. Aus Straubing ist halt jetzt, war ja jetzt der Schlachthof 43 Jahre. Mhm. Da war es halt eine gewachsene Zusammenarbeit. Mhm. Da kannte man sich, oder? Man kannte den, der am Telefon saß, die kannten uns, die wussten, was wir für Fleisch, welche Qualität wir wollten. Das in Landshut auch so ist, oder in Vilshofen. Da müssen wir uns überraschen lassen. Wir haben uns keine Zweifel. Und das aus dem Munde des Metzgerinnungsobermeisters. Wir folgen dem Fleisch. Das will ich genauer wissen. Morgen. Morgen. Hier wird es jetzt zerschnitten. Da werden die Zähnen und Fett rausgeschnitten. Die Teile jetzt so, ne? Ja. Kamen die so angeliefert? Die kommen so angeliefert. Das steht sind da, Schultern schier. Steht da irgendwo drauf, von welchem Landwirt, von wo nein, das kommt? Nein, da steht es nicht drauf. Es steht nur auf den halben Schweinen. Das heißt, da gibt es eine Chargennummer. Ja. Und da ist halt ein Pott. Aus dem Pott, ob jetzt die Schulter von Bauer Huber oder von Bauer Müller ist, das wird man wahrscheinlich nicht mehr. Aber an dem Tag sind es von denen und den Landwirten angeliefert worden. Also die Schulter, die Schweineschulter ist von einem, der angeliefert hat. 21.000 Schweine sollen künftig wöchentlich in Landshut geschlachtet werden. Pro Jahr macht das über 1 Million. Kann man da noch Regionalität dann garantieren? Also bei 21.000 Schweinen in der Woche zweifle ich ein bisschen an der Regionalität. Laut Statistischem Landesamt gibt es in Bayern 3,4 Millionen Schweine. Das würde bedeuten, ein Drittel aller bayerischen Schweine wären allein für Vion in Landshut. Wie geht's denn den anderen Metzgern damit, in ihrer Erinnerung auch, dass jetzt der Schlachthof zumacht? Die sich beliefern lassen vom Schlachthof, die haben alle die gleichen Sorgen und das gleiche Problem, wie wir auch haben, einfach die Zukunftsangst. Sind denn die weiteren Wege, auch die Tiere zurücklegen müssen, ein Problem? Ja, auf jeden Fall. Also, weil wenn ich jetzt von meinem Innungsbezirk ausgehe, wenn ich sage, St. Engelmann liegt ja an der Grenze zu K
kam, ist ja das weiteste Weg. Also dann die Tiere mit Sicherheit so eine gute Stunde, wenn nicht eineinhalb Stunden unterwegs, bis die jetzt nach Landshut oder nach Vilshofen kommen. Und es wird ja immer vom Tierschutz geredet, aber in der Hinsicht hat sie, also da hat uns auch keiner geholfen, wie die Schließung vom Schlachthof war. Also ist weder vom Bauernverband Aufwand kommen, noch von den Tierschützen. Das ist einfach so hingenommen worden. Die einzigen, die sie aufgeregt haben, das waren wir Metzger. Auch interessant. Ja. Aber ist es denn so, dass wenn Tiere länger unterwegs sind, dass sie dann gestresster sind und dadurch auch die Qualität vom Fleisch schlechter wird? Ja, desto gestresster die Tiere sind, desto schlechter wird die Fleischqualität. Ach, nicht stören lassen. Die gehen einfach weiter mit mir. Jawohl. So, ich bräuchte noch eine Schweineschulter. Jawohl. Vielleicht so ein knappes Kilo oder so. Haben wir hier. Weil ich würde das gerne mal untersuchen lassen. Im Labor. Ja. Weil das ist ja jetzt praktisch in einem Großschlachthof geschlachtet. Und Sophion. Genau, dann schauen wir mal, ob es da einen Unterschied gibt, wenn es irgendwo zu Hause klein bei einem Metzger im Hinterhof selber geschlachtet wird oder im großen Schlachthof. Meinen Sie, da gibt es einen Unterschied? Meiner Meinung nach gibt es keine, weil sonst würde ich nicht von Fio beziehen oder vom Schlachthof beziehen. Aber auf das Ergebnis bin ich auch gespannt. Sehr gut. So, gut. Schön verpackt. Fleischprobe Nummer 1 wandert erstmal in die Kühlbox und später dann ins Labor. Die Angst vieler Metzger, dass durch die Zusammenlegung der Schlachthöfe in Niederbayern die Regionalität verloren gehen könnte, kann man bei Vion nicht nachvollziehen. Ein Interview vor der Kamera lehnt der Konzern ab. Also stellen wir unsere Fragen per Mail. Zum Beispiel, woher kommen die Schweine, die in Landshut geschlachtet werden? Aus Bayern? Deutschland? Ausland? Der Pressesprecher antwortet wie folgt. Landshut ist und bleibt ein regionaler Standort, der seine Tiere aus Bayern bezieht. Aha, da hätten wir uns eine präzisere Aussage gewünscht. Ich frage mich, ist die Kritik an den teils längeren Tiertransporten eigentlich berechtigt? In Bayreuth treffen wir zwei anerkannte Experten. Es kann ein Transport von Schweinen, die 4 Stunden, 5 Stunden auf der Autobahn bis zum direkt vor den Schlachthof gefahren werden, kann fast eine Erholungsphase sein für die Schweine. Entsprechende Beladung muss sichergestellt werden, keine Überladung, aber auch keine zu geringe Beladung. Die Schweine brauchen Tierkontakt und wenn solche Transporte schon gemacht werden, dann ist es kein großer Stress. Und auch das Thema kürzester Transport muss kritisch gesehen werden. Die kürzesten Transporte, da können sich die Schweine nicht an die neue Situation adaptieren. Sie müssen den Stall verlassen, müssen sich wieder mit der Situation auf dem neuen Auto vertraut machen und plötzlich sind sie am Schlachthof, müssen sich dort wieder mit der neuen Situation vertraut machen. Und deshalb hat die Schweiz auch Mindesttransportzeiten eingeführt. Also in der Schweiz müssen die Schweine oder die Tiere mindestens eine halbe Stunde transportiert werden, um diesen Aufladestress zu minimieren. Und es kann durchaus so sein, dass die Schweine um den Schlachthof spazieren gefahren werden müssen. Also man muss das sehr objektiv, aber auch kritisch sehen. Viele der Metzger im Innungsgebiet Straubing-Deggendorf sehen das anders. Hier schlachtet noch ein Drittel der Metzger selbst. Der Rest bezieht das Fleisch vom Großhandel. Ich will wissen, ist es für die Tiere denn eigentlich besser, in einem kleinen Betrieb und nicht in der Masse geschlachtet zu werden? Und wie wirkt sich der Schlachtvorgang auf die Fleischqualität aus? In Saulburg im Bayerischen Wald betreibt die Familie Zankel seit knapp 60 Jahren ihre Metzgerei. Schweinsbraten, würde ich sagen. Oder ist jetzt eine andere Geruchszone? Pro Woche schlachten Stefan Zankel und seine Mitarbeiter 20 bis 25 Schweine und einen Ochsen.
die haben wir gestern geholt, jetzt, die Schwendel. Die haben Sie gestern schon geholt? Ja, also die werden jetzt morgen geschlacht. Mit einem sind wir zwei Tage davor holen. Und ja, das ist mir aber ganz wichtig, weil der Transport, auch wenn es gerade 10 Minuten haben, doch ein bisschen nervös wie ein Sau. Und das kennt man auch in der Fleischqualität. Und das haben wir mal probiert, dass wir es zwei Tage davor holen. Und das ist der Wellnessbereich sozusagen. Da kommen sie runter, da haben sie ganz ruhig entspannt und super Fleischqualität. Haben wir deswegen auch Stroh und können sich hier dann noch ein bisschen dran gewöhnen, dass sie jetzt neu sind. Ja? Wasser trinken und Futter und alles. Ne? Vor Jahren habe ich das einmal probiert, da habe ich in der Früh die Schweine geholt, bevor wir schlafen, weil er das auch Arbeit macht. Das macht Arbeit, klar. Das macht Arbeit, das ist auch Umstand, also macht Umstände. Und da habe ich es geholt vom Bauern, rein ins Schlachthaus, geschlacht. Und das hat man gemerkt an der Fleischqualität. Das war nicht so. Mhm. Das war einfach hell, wässrig. Und so, wenn sie halt da entspannen, das ist ganz etwas anderes. So, Mitzel. Was sind das für Würst? Knacker. Knacker? Vor dem Schlachten werden die Schweine mit einer Elektrozange betäubt. Laut Experten eignet sich diese Betäubungsform gut für kleine Betriebe bei entsprechend geschultem Personal. Die Zange muss mindestens 4 Sekunden am Schwein bleiben, dann ist es betäubt. Innerhalb von 20 Sekunden muss es dann abgestochen werden, um schnell auszubluten. So stirbt es sofort und schmerzlos. Aber geht ganz ruhig runter. Auch wenn es mehr sind, oder? Ja, also wir nehmen jetzt nicht zu viel rein. Wenn jetzt da 6 oder 8 Schweine drin sind, dann geht es auch noch. Ja. Aber einfach, dass nicht zu viele drin sind. Ne? Das heißt, die ahnen nicht, was ihnen blüht, obwohl sie es schon dreimal gesehen haben. Ich glaube nicht, dass die das checken, was das ist. Ja gut, haben sie ja noch nie gesehen. Ja, genau. Leben, ja? Und durch das, dass die ja nicht schreit und nichts, also ich glaube, dass da... Weil die könnten schon schreien, wenn sie aufgeregt sind. Ja, wenn wir jetzt mir da Hektik einbringen oder so, dann schießt die umeinander und schreit und ist auch nervös wieder. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass man da ganz ruhig, es ist Behandlung vor dem Schlachten und das Schlachten selber auch. Das ist eine kritische Phase für Fleischqualität. Nach den EU-Hygienevorschriften von 2006 mussten alle deutschen Metzger ihre Schlachthäuser und Produktionsstätten auf den gleichen modernen Stand bringen. Diese Investitionen konnten sich viele andere Betriebe nicht leisten und gaben auf. Ich hätte gerne eine Semmel mit Gelbwurst und Gurke, bitte. Übrigens, der Durchschnittsdeutsche hat am Ende seines Lebens über 900 Hühner, 46 Schweine, ebenso viele Puten und 4 Rinder gegessen. Vorausgesetzt, er ist eh nicht schon längst Vegetarier. Jetzt ist schon fast weg. Früher gab es Gelbwurst noch umsonst. Ja. Oder? Ja, kriegen Kinder. Kriegen Kinder her, ja. Kaufen Sie ab und zu Fleisch im Supermarkt? Nein. Haben Sie jemals in einem Supermarkt? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Nein. Aber das ist das Problem, was wir Metzger haben, dass viele Kunden einfach billig, billig, billig. Und ich sage, die haben ein schönes Haus, die haben von den Urlaub in Dominikanische Republik, die haben 2 Autos und kaufen bei Lidl, Aldi und so weiter ein. Und ich sage, fürs Essen geben sie am wenigsten aus. Also für Hunde- und Katzennahrung geben sie mehr Geld aus, weil für sich selber. Und das ist das, was ich oft nicht verstehe. Weil wenn ich oft sehe, dass 100 Gramm Katzenfutter 49 Cent kosten und Schnitzel 39, wie kann man so ein Ding herstellen, so ein Schnitzel? Laut Zankel wäre ein fairer Preis für 100 Gramm Schnitzel ungefähr 1 Euro. Warum machen die Leute das? Ich glaube, die machen sich zwei Gedanken. Also wir haben viele Kunden, die das achten und deswegen haben wir auch ein gutes Geschäft, weil wir mir selber schlachten und kommen da Leute von weit her, weil wir mir selber schlachten und darum sage ich, also ich kann mir das nicht vorstellen ohne Schlachten. Also wenn jetzt ich nicht mehr selber schlachten könnte, dann hat mir der Beruf keinen Spaß mehr machen. Das heißt, irgendwo das Fleisch einzukaufen käme für Sie gar nicht in Frage. Nein, obwohl es billiger war. Also das Schlachten. Ja, das wollte ich noch fragen. Ja. Sparen Sie sich damit auch Geld, dass Sie selber schlachten? Oder? Ja, also es ist vom Fleisch allein sparen wir schon Geld.
Aber wenn ich den ganzen Aufwand, den wir betreiben, die Tiere holen, oder wenn ich es unten in meiner Wellnessstation habe, oder einfach, wie wir mit den Tieren umgingen, die Zeit, die, wenn man alle reichert, dann kommt schon deutlicher. Aber das zahlt sich aus. Also ich finde einfach, dass man das an der Qualität nimmt. Auch von Metzger Zankel nehme ich ein Stück Schweineschulter zum Testen mit. Denn ich will wissen, ob es Qualitätsunterschiede gibt zwischen dem Fleisch aus dem Massenschlachthof und dem aus dem kleinen Schlachthaus. Meine beiden Fleischproben werden ordnungsgemäß verschweißt und in einer Box mit Kühlakkus auf die Reise geschickt. So könne nichts passieren, sagt man mir beim unabhängigen Lebensmittellabor BZIT in Kulmbach. Klar ist das, was wir hier machen, keine richtige Studie. Aber auf das Ergebnis dieser kleinen Stichprobe bin ich echt gespannt. Ich mache mich auf den Weg nach Landshut zum Schlachthof, der gerade ausgebaut wird. Wie gesagt, über 1 Million Schweine sollen hier ab nächsten Sommer jährlich geschlachtet werden. In anderen privaten Großschlachthöfen, wie etwa in Niedersachsen oder in den neuen Bundesländern, sind solche Größenordnungen schon längst gang und gäbe. Oder sogar höher. Gerne wollten wir hier bei Vion filmen, haben aber keine Dreherlaubnis bekommen. Nachdem die Ausbaupläne bekannt wurden, hat sich in der Bevölkerung der Widerstand geregt. Partei- und verbandsübergreifend entstand das Schutzbündnis Tier und Umwelt. Das Bündnis ist gegen die industrielle Massentierhaltung und hat eine deutschlandweite Online-Petition gegen die Schlachthoferweiterung gestartet. Aber wirklich etwas gebracht hat der Einsatz nicht. Ja, gerne. Na, jetzt sind Sie ja im Endeffekt trotz vieler Unterschriften auf online, 46.000 waren es, ne, eigentlich gescheitert. Verhindern konnten Sie es nicht mehr. Ja. Was stört Sie denn eigentlich ganz konkret daran, dass der Schlachthof vergrößert wird hier in Landshut? Die Masse. Die Vorstellung, dass 21.000 Tiere auf einem Haufen pro Woche an einem Ort geschlachtet werden, die ja dann alle irgendwo erzeugt werden müssen, das erschlägt eigentlich jeden, der darüber nachdenkt, ob er überhaupt noch ein Fleisch essen will oder nicht. Und mich stört halt dran so, dass eben die Konzentration vielleicht in unserem Landkreis von der Schweinemast dann noch weiter fortschreitet, wie das in den letzten 20 Jahren eben schon war. Also werden weiter neue Anträge gestellt, neue Schweinemastställe eben hier in unserer Region gebaut, so, wobei das uns sowieso schon bis hier steht, also die Schweinemast im Landkreis Landshut. Ja. Sind Transportwege auch Dinge, die Sie kritisch begutachten, wenn so naja, kleinere ganz konkret zugemacht werden? Hat durchaus Vion auch in der Vergangenheit Probleme gehabt mit Transporten, also dass da was Sachen beanstandet worden sind. Ich weiß nicht, wie es in der Gegenwart ist, aber und natürlich gibt es immer wieder Probleme bei Transporten. Es ist bei all diesen Sachen so, vom Papier schaut das immer alles ganz toll aus, aber hat man denn überhaupt die Möglichkeit und das Personal, auch das wirklich genügend zu kontrollieren? Meinen Sie, dass die Qualität des Fleisches darunter leidet, wenn es in so einem großen Schlachthof geschlachtet wird? Auf jeden Fall. Ja? Ja, weil so ein Schlachthof bedingt ja, dass man Tiere auch in Massen halten muss. Und Tiere, die in Massen gehalten werden und schon so gezüchtet sind, dass sie in 6 Monaten fertig sind bei Schweinen, die können gar nicht dieses Fleisch entwickeln wie andere Schweine. Das Schutzbündnis will auf jeden Fall weiterkämpfen. Für eine Rückkehr zu kleineren Strukturen in der Land- und Fleischwirtschaft. Und damit auch gegen globale Konzerne wie Vion, die die Schlachtung im großen Stil professionalisieren wollen. Zum Beispiel durch den Einbau einer hochmodernen CO2-Betäubungsanlage. Der Schlachthofausbau hat auch den Landshuter Stadtrat beschäftigt. Und zwar deshalb, weil andere Vion-Schlachthöfe für Negativschlagzeilen gesorgt hatten. Zum Beispiel 2014 in Bad Bramstedt.
Wegen des Verdachts auf Verstöße im Hygiene- und Tierschutzbereich wurde der Vion-Schlachthof vorübergehend geschlossen. Und 2013 hatten Mitarbeiter im niedersächsischen Emsteg wegen angeblichen Lohndumpings protestiert. Elke Merz-Grander ist seit 2006 Stadträtin in Landshut. Verbraucherschutz ist ihr wichtig, darum wurde sie aktiv, als sie von den Vorfällen in Norddeutschland erfuhr. Ich sag mal, das ist ja einiges. Also wenn ich mir das hier so anschaue, da war einiges los im Sommer, oder? Ziemlich, ja. Ja. Wie ging es denn alles los? Ja, ich habe im Internet recherchiert und habe eben festgestellt, dass auch andere Vion-Schlachthöfe, dass es da Verstöße gegeben hat. Mhm. Und da wollte ich eben mal genauer nachschauen. Was für Art Verstöße waren das? Es waren also Verstöße gegen Tierschutz und auch gegen Hygiene. Mhm. Und da waren Sie dann ein bisschen stutzig geworden? Dann bin ich stutzig geworden, ja. Was haben Sie gemacht? Sie haben einen Antrag gestellt. Wir haben also mehrere Anträge gestellt und Plenaranfragen gestellt. Die meisten Plenaranfragen wurden nicht öffentlich eingestuft von der Stadtverwaltung Landshut. Und das heißt, also, es war also nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Warum war das nicht öffentlich? Ja, also ich gehe mal davon aus, man wollte sich mit Vion erstmal nicht verscherzen. Das ist ein guter Gewerbesteuerzahler in der Stadt Landshut. Möglicherweise hätte es ja auch dann Einbußen bei Vion verursacht. Mhm. Elke Merz-Grander hakte nach, sprach von eklatanten Verstößen bei Vion. Der Konzern bekam Wind von diesen Äußerungen und ließ ihr eine Unterlassungserklärung zukommen. Das Landgericht München beschloss eine einstweilige Verfügung gegen die Stadträtin, sie akzeptierte. Und ich dachte dann, okay, bevor es jetzt also wirklich zur Klage kommt und das Ganze noch teurer wird, muss ich jetzt unterschreiben. Und ich kann Ihnen auch weitere Details dazu nicht nennen und auch nicht sagen. Ja, da müssten Sie vielleicht beim Oberbürgermeister nachfragen. Die Stadtverwaltung, in dem Falle der Oberbürgermeister, kann natürlich sagen, das Ganze wird jetzt öffentlich. Auch wir haben bei Vion nachgefragt, ob es im Landshuter Schlachthof in den letzten Monaten eklatante Verstöße gegeben hat. Und erhalten per Mail folgende Auskunft. Es hat zu keiner Zeit eklatante Verstöße gegeben. Es liegen keine Verstöße gegen lebensmittelrechtliche oder hygienische Vorschriften vor. Jetzt will ich natürlich schon wissen, was die Stadt Landshut dazu zu sagen hat. Immerhin, ohne weiteres bekomme ich einen Termin beim Oberbürgermeister. Hans Rampf war übrigens früher Franchise-Nehmer bei McDonald's. Ein Mann also, der sich mit dem Thema Fleisch auskennen dürfte. Oh, grüß dich Gott. Rainer Jäg, Bayerisches Fernsehen, hallo. Hi. Geht's gut? Ja, alles in bester Ordnung. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass Vion Ihrer Stadträtin eigentlich so einen Maulkorb verpasst hat? Fakt ist, dass sie Behauptungen offensichtlich in den Raum gestellt hat, die sich natürlich die Firma Vion in der Form sich nicht bieten hat lassen und eben, wie gesagt, eine Unterlassungserklärung entsprechend formuliert hat. Mhm. Die Frage ist ja schon, es gab ja Informationen, die auch gab Anfragen an den Plenat und im Endeffekt war das ja nicht öffentlich. Warum haben Sie das denn nicht öffentlich gemacht? Weil Sie hätten ja entscheiden können, machen wir öffentlich. Das ist richtig, aber wir haben es mit Absicht nicht gemacht, weil die Vorfälle oder die Mängel, die hier aufgezeigt worden sind, nicht gravierend sind. Wir haben natürlich schon auch den Auftrag, dass wir Firma Vion, wenn heute was ist, müssen wir es ja laut Verbraucherschutz auch entsprechend veröffentlichen. Mhm. Aber es waren keine schweren Vorfälle. Also da war hier nichts so Gravierendes, dass wir hätten sagen müssen, dass das in die Öffentlichkeit kommt und vielleicht sogar eine Verunsicherung mit dem in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Weil auch die Firma hat das Recht, dass sie korrekt und fair behandelt wird. In der Vergangenheit gab es ja immer wieder, auch im Umweltsenat, waren ja
geringe und mittel schwerwiegende Vorfälle gab es ja gegen das Hygienegesetz oder Hygieneverordnung. Ja, es gab immer geringe Verstöße, gibt es das eigentlich überall. Ich meine, wenn zum Beispiel eine Schlachtlieferung kommt, auf der Ladefläche sind vielleicht doch Schweine eingepfercht, das wird kontrolliert oder ein bisschen sehr dicht aufgestellt, dann ist das ein Vergehen. Oder es kann auch einmal passieren, die Schweine werden betäubt und vielleicht ist einmal ein Schwein dabei, das nicht so hundertprozentig betäubt ist, bevor es zur Schlachtung kommt. Sollte nicht passieren, kann passieren. Gerade bei so einer Menge natürlich dann. Eben, genau. Und das ist dann immer so ein Faktor. Das ist ein Vorfall, ein kleinerer, würde ich sagen, oder mittelschweres Vergehen gegen das Gesetz. Aber es kann dann auch sofort wieder abgestellt werden. Drückt man hier als Stadt vielleicht ein Auge zu, weil es ja doch, sagen wir mal so, eine größere Firma ist, die hier in Landshut natürlich schon nicht ganz unwichtig ist. Genau, das Gegenteil ist der Fall. Es sind ständige Kontrollen da. Es gibt auch unangemeldete Kontrollen. Also ein sehr dichtes Kontrollnetz, das hier aufgebaut ist. Und die Stadt ist halt hier, wie sagt man da, ein neutraler Beobachter. Wir sind nicht angestellt bei der Firma Vion, sondern wir beobachten das wie eine Behörde, weil unsere Mitarbeiter vor Ort sind. Wird auch alles dokumentiert, wenn da was aufkommt. Als Stadt können wir uns das ja gar nicht leisten. Ich probiere es nochmal bei Vion. Nochmal fragen wir, ob wir für ein Interview kommen dürfen, aber ohne Erfolg. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass das Unternehmen Vion für ihr geplantes Sendeformat nicht zur Verfügung steht. Immer wieder prangern Tierschützer an, dass in Großschlachthöfen allgemein die Schweine vor dem Töten mit CO2 betäubt werden. Sie kritisieren, dass die Tiere dabei unter Erstickungsgefühlen leiden und schätzen, dass über 3% der Schweine bei der Schlachtung nicht richtig betäubt sind. Der Kulmbacher Veterinär und Experte Klaus Tröger hat dazu experimentiert. Er propagiert die Betäubung der Schweine mit Helium, weil die Tiere dann sanft einschliefen. Aber Helium ist ein Edelgas und sehr teuer. Ich möchte von seinem Kollegen Tierarzt Dr. Meiler wissen, was ist denn das Beste für die Tiere in puncto Betäubung? Die beste Betäubungsmethode in der jetzigen Zeit ist nach meiner Ansicht nach die CO2-Betäubung, eventuell mit Zusatz von Edelgasen. Ne? Und das hat auch optimale Auswirkungen auf die Fleischqualität. Und es herrscht nach wie vor Forschungsbedarf. Ne? Hier die sogenannte Exzitationsphase beim Schwein, die halt bei CO2 und bei jedem Narkoseverfahren da ist, zu minimieren. Das ist das Ziel einer weiteren Forschung. Ich hoffe, dass die Forschung da bald weiterkommt, damit die Tiere nicht unnötig leiden. Vion baut, laut Pressesprecher, die tierschutzgerechteste CO2-Betäubungsanlage ein, die zurzeit auf dem Markt angeboten wird. Der Schlachthof in München. Hier wurden 2011 von heute auf morgen die Lohnschlachter entlassen und unter anderem durch Kräfte aus Osteuropa ersetzt, von denen viele per Werkvertrag über Subunternehmer beschäftigt sind. Die Industrialisierung der Fleischwirtschaft führt also nicht nur zu Tierleid, sondern auch zu schlechteren Arbeitsbedingungen für die Menschen. Kein Wunder, dass das Fleischerhandwerk nicht mehr attraktiv ist. Schlachttag in der Metzgerei von Michael Steinle in Eislingen bei Günzburg. Immer freitags kommen Rinder vom Nachbarbauern auf die hauseigene Schlachtbank. Also bei mir ist mit 12 Jahren schon feststanden, weil ein Beruf ich einschlagen will. Also sagen wir mal, gegen meinen Vater, der war ja Lehrer und waren alle Akademiker und so. Und ich wollte diesen Beruf machen. Und das war meine Leidenschaft, ja. Heute wollen nur noch wenige junge Leute Metzger werden. 7 Jahre hatte Michael Steinle keinen Lehrling. Doch dann kam Mahmoud Bouchi, syrischer Flüchtling und gelernter Grafiker. In seinem Beruf kann er in Deutschland nicht arbeiten. Meine Frau hat gesagt, das ist schwer, weil normal ich arbeite mit Maus oder
Bleistift. Dann ich komme hier in Deutschland, arbeite mit Messer und Fleisch. Im September hat Mahmoud seine Lehre begonnen. Weil er Abitur hat, wird sie nur 2 statt 3 Jahre dauern. Er ist mit vollem Engagement und Interesse dabei. Und Mahmoud hat keine Berührungsängste. Selbst dann nicht, wenn es um Schweinefleisch geht. Nicht selbstverständlich, denn Mahmoud ist Moslem. Die Muslim darf Arbeit im Schwein, aber darf nicht essen. Ja, nur Arbeit. Erst kürzlich hat der Bayerische Fleischerverband angeregt, vermehrt Flüchtlinge zu Metzgern auszubilden, um das Nachwuchsproblem der Branche zu lösen. Ich vermute, dass das Handwerk gerade bei uns als Metzger die Tätigkeiten nicht mehr transparent rübergekommen sind in der Gesellschaft. Es sind in den letzten Jahren nur ein schlechtes Bild rübergekommen. Ich sage einfach, wenn was zeigt, wird in den Medien Schlachthof nur das Unschöne. Dabei ist der Metzgerberuf vielfältig und echte Handwerkskunst. Kein Vergleich zur Arbeit im Großschlachthof, wo nur die wenigsten ausgebildete Metzger sind. Ich möchte jetzt mit der Gewerkschaft über die Folgen der Schlachthofschließungen in Straubing und Pfarrkirchen sprechen. Und auch darüber, wie die Arbeiter an den Schlachthöfen heutzutage überhaupt bezahlt werden. Bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten kämpft man seit langem für mehr Recht und faire Bezahlung im Fleischereibetrieb. Grüß Gott. Herr Haber? Ja, hallo. Rainer Jirk, Bayerisches Fernsehen. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt ein paar Fragen zu den Schließungen in Straubing und in Pfarrkirchen. Wie viele Leute sind denn jetzt eigentlich von den Schließungen wirklich betroffen? Ja, also es waren sowohl in Pfarrkirchen als in Straubing in etwa 70 Arbeitnehmer noch am Schluss, als es zur Schließung anstand. Und dann kann man noch mal sagen, so in etwa die gleiche Größenordnung an Subunternehmerbeschäftigten. Was passiert mit den Leuten jetzt? Ja, einige wenige haben ein Arbeitsplatzangebot in anderen Standorten bekommen. Mhm. Ist natürlich auch immer schwierig, wenn man 70 Kilometer oder länger pendeln muss, vor allem mit niedrigem Einkommen. Ja, aber der große Teil, der allergrößte Teil wird den Job verlieren. Vion sagt aber auch, dass in Landshut neue Arbeitsplätze entstehen. Stimmt es? Das ist richtig, ja. Viele? Genau weiß ich das nicht. Wir haben dort leider keinen Betriebsrat und da kenne ich auch nur die Informationen, die durch die Presse gehen. Ne? Mhm. Wie haben sich denn eigentlich generell so die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen verändert in den letzten Jahren? Ja, ich sag mal so, die Drehzahl ist gestiegen und der Lohn ist gesunken im Vergleich. Ne? Wenn man sich mal ein Beispiel anschaut am Schlachtband, da war es so, dass vor ca. 15 Jahren die Akkordarbeiter, die am Schlachtband standen, jetzt sage ich mal so im Durchschnitt 10.000 D-Mark brutto hatten. Mhm. War damals ein ordentliches Gehalt für die anstrengende Arbeit. Kein Thema, war also sauber vergütet. Heute sind wir hier bei Bruttolöhnen, sagen wir, in der Größenordnung 1.400, 1.500 Euro brutto. Ja. Aber hat Vion nicht auch gesagt, dass Mindestlohn kein Thema ist, weil sie eh drüber liegen? Wir haben jetzt im Frühjahr einen Fall gehabt, ein angelernter Arbeiter, der 29 Cent in der Stunde über Mindestlohn liegt. Ist das so eine Abrechnung? Ja, hier ist eine Abrechnung. Aber wenn man sich so eine Abrechnung anschaut, am Schluss 1.593 brutto und Auszahlungsbetrag nicht mehr ganz 1.200 Euro. Mit 1.200 Euro netto in Landshut zu leben, ist natürlich für die Knochenarbeit, die man hier abliefern muss, schon sehr, sehr schlecht bezahlt. Ist es Subunternehmer oder? Nee, das ist kein Subunternehmer. Das ist direkt bei Vion beschäftigt. Und dieser Kollege, muss man ganz klar sagen, der profitiert jetzt auch von der Anhebung auf 8,60 Euro seit 1. Oktober. Schon blöd. Die einen verlieren ihren Job, die anderen finden keine Azubis. Zurück zu Metzger Zankel in Saulburg. Er nimmt mich jetzt mit zu einem Landwirt, von dem er seine Schweine bezieht und von dem mein getestetes Fleisch kommt. Bis vor 10 Jahren hat Zankel die Schweine noch von den umliegenden Kleinbauern geholt.
Die haben mittlerweile aber alle aufgegeben. Es gibt eben nicht nur weniger Schlachthöfe in Bayern, sondern auch immer weniger Landwirte. Der Hof ist ein konventioneller Schweinemastbetrieb. Die Tiere leben von Geburt bis zu ihrer Abholung zum Schlachten hier. Dürften wir eigentlich da mal reinschauen in den Stall? Nein, das geht leider nicht, zwecks hygienischen Gründen. Ach so, es ist so clean alles, dass man da gar nicht rein kann, genau. Mit normalen Straßenklamotten. Zwecks Krankheitsübertragungen und so weiter und so fort. Wie ist denn das eigentlich innen drin? Haben die auch Stroh oder haben die Beton? Oder wie Nein, ist das? Die haben einen Spaltenboden. Das ist also ohne Stroh, ohne ja. Heu, irgendwas. Genau. Warum? Gibt es da einen Grund? Aus arbeitstechnischen Gründen. Aus hygienischen Gründen. Mhm. Also ist es für die Schweine besser, wenn kein Stroh liegt? Ja, weil sie nicht im eigenen Dreck drin liegen. Mhm. Es gab doch diese Studie, die gezeigt hat, dass das für die Schweine an sich gar nicht so gut ist, weil die dann Gelenkschwierigkeiten hätten und Gelenkschmerzen. Haben Sie da auch solche Erfahrungen gemacht? Also ich meine, Sie sehen das ja beim Schlachten auch, oder? Ich sehe es beim Schlachten und die Schweine, die wir vorhin geschlachtet haben. Also da war null, bei keinem Schwein irgendwelche Gelenkprobleme. Und das Stroh, das hat toll ausgeschaut. Ich habe es Herrn Heisinger schon gesagt, das hat toll ausgeschaut, wenn die da umherangeküpft sind, sage ich jetzt einmal. Aber meine Veterinärin hat mir auch bestätigt, dass früheres, wie es noch im Mist, weil da sind auch Bakterien und Würmer und so weiter drin. Und da haben wir Lebern mehrere weggeworfen. Okay. Also ich finde, dass die jetzt gesünder haben. Also diese Studie können Sie nicht nachvollziehen? Nein, die können wir nicht nachvollziehen. Okay. Hallo. Hossa, hossa. Spanische Schweine? Jetzt mal im Ernst. Laut einer Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München leiden 9 von 10 Mastschweinen aus konventioneller Haltung an schmerzhaften Entzündungen und Geschwülsten. Ich kenne mich zwar mit Schweinen nicht wirklich aus, aber krank scheinen die hier nicht zu sein. Und laufen können sie auch noch. Nur das Ringelschwänzchen wurde kupiert, vermutlich aus arbeitstechnischen Gründen. Der Schweinemester Heisinger hat mit seinen 100 Muttersauen für heutige Verhältnisse einen eher kleinen Mastbetrieb. Etwa 6 Monate bleiben die Schweine auf dem Hof, bis sie schlachtreif sind. Um die 115 Kilo wiegen sie dann und kosten den Metzger, je nach Marktlage, etwa 150 Euro. Abzüglich der Kosten für die Mast verdient der Landwirt am Ende um die 20 Euro pro Schwein. In Deutschland zählt vor allem eins: Fleisch soll billig sein. Post aus Kulmbach. Das Ergebnis der chemischen und mikrobiologischen Fleischuntersuchung ist da und das muss ich mir vom Labor erstmal erklären lassen. Das Einzige, was ich schon selber mal sehen kann, ist, dass die Zahlen, die Ergebnisse recht ähnlich sind bei beiden. Okay, also ist ein gutes Fleisch. Gut. Unser Test ergibt, dass die beiden Fleischproben qualitativ nicht zu unterscheiden und auch nicht zu beanstanden sind. Klar, unser Test ist keine repräsentative Studie, sondern war nur eine Probe aufs Exempel. Aber offenbar hat die Qualität des Fleisches nicht zwingend was mit Tierschutz oder Schlachtbedingungen zu tun. Trotzdem stellt sich für mich erst recht die ethische Frage. Wie gehen wir grundsätzlich mit Tieren um, nur um billig an ihr Fleisch zu kommen? Die Straubinger Metzger übrigens wollen dem Trend zur Zentralisierung entgegenwirken und planen jetzt einen kleinen regionalen Schlachthof am Rande der Stadt.